Hi, ich bin der Sascha und ich habe Probleme mit meiner Schaltung. Deswegen habe ich heute den Max geholt, der mir dabei helfen kann, die einzustellen. Das ist überhaupt kein Problem. Schaltung einstellen ist eine ganz einfache Sache, wenn man ein paar grundlegende Sachen beachtet. Es gibt 4 Punkte, die wir gleich durchgehen werden. Wenn man sich die merkt, dann ist das innerhalb von 1-2 Minuten erledigt. Ganz wichtig ist zu bedenken, wenn du einen neuen Zug einziehst in die Schaltung, bitte hier oben am Trigger den Einstellknopf in einer neutralen Position lassen. Das heißt, nicht ganz reindrehen, nicht ganz rausdrehen, sondern irgendwo in der Mitte, damit wir hinterher beim Einstellen in beide Richtungen Spielraum haben. Mhm. Das hilft unheimlich beim Einstellen hinterher. Danach ist es eigentlich relativ einfach. Du brauchst nur einen 3 mm Inbus für die Einstellschrauben hinten. Als allererstes stellen wir den unteren Anschlag des Schaltwerkes ein. Dazu schalten wir auf das untere Ritzel. Als erstes, der erste Punkt ist das Einstellen des unteren Anschlages des Schaltwerkes. Das ist ganz einfach. Wir gucken von hinten auf die Kassette und du siehst hier das obere Schaltröhrchen. Mhm. Das steht, obwohl es auf der unteren Schaltposition ist, steht das komplett falsch, ja. Zu weit links. Das heißt, wir nehmen die linke Inbusschraube hier, denn die gehört zu dem kleinen, zu dem unteren Anschlag. Die rechte ist genau entgegengesetzt für den oberen Anschlag. Das heißt, die linke Inbusschraube, 3 mm, lösen wir jetzt langsam so lange, bis das kleine Schaltröhrchen mit dem kleinen Ritzel fluchtet. Siehst du? Ja. Das sieht schon ganz gut aus. Jetzt haben wir den unteren Anschlag schon mal eingestellt, dass die Kette nicht nach unten abspringen kann, aber so weit runter geht, dass sie nicht auf dem zweiten Ritzel schleift. Wenn wir einmal drehen, sehen wir, läuft sauber. Abstand Kette zum zweiten Ritzel, perfekt. Das gleiche machen wir jetzt mit dem oberen. Mhm. Schalt doch mal auf das obere Ritzel und... Langsam, genau. Du hast jetzt gerade aufs größte Ritzel geschaltet. Ja. Und da sehen wir auch wieder, obwohl das Schaltwerk auf der obersten Schaltposition ist, fluchtet das obere Schaltröhrchen nicht mit dem Ritzel, das es bedient. Es steht zu weit rein, das heißt, ist zu viel Spannung drauf. Die müssen wir lösen. 3 mm Inbus wieder. Die gegenüberliegende Schraube, sprich die rechte Inbusschraube, wird jetzt gelöst, so weit, bis das Schaltwerk rauskommt und unter dem Ritzel sitzt. Mhm. Da muss man wirklich genau hinter dem Ritzel und hinter dem Schaltröhrchen sitzen, damit man sauber sehen kann. Ja. Und dann kannst du das sehr fein hier einstellen. Beim Fahren merkt man das, wenn die Kette quasi nicht auf dem ersten Ritzel drauf bleibt, sondern immer wieder aufs zweite runterspringt. Genau, wenn es nicht korrekt ist. Wenn es nicht sauber drauf sitzt, wenn es runterspringt oder schleift, daran merkst du das. Ja. Und da, so kannst du den oberen Anschlag einstellen. Läuft wieder, sitzt perfekt drauf. Perfekt. Das war der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist das Chain Gap. Der Abstand zwischen dem oberen Schaltröhrchen, ja, und dem größten Ritzel. Hier haben wir ein spezielles Werkzeug, unser Chain Gap Tool, das bei jedem Schaltwerk dabei ist. Das machen wir jetzt mal zusammen. Das ist ganz einfach. Wir gehen hier auf das größte Kettenblatt. Wenn du ein Hardtail hast, ja, haben wir wieder den Vorteil, dass es keinen Sag gibt, weil der Hinterbau nicht eindrückt. Das gleiche wie bei der Kettenlänge. Bei einem Hardtail könnten wir das Chain Gap jetzt so hier am Rad messen. Dadurch, dass du einen Fully hast, müssen wir es aber im Sag, also wenn du auf dem Rad sitzt, bei perfekt eingestelltem Luftdruck, ja, auf dich überprüfen. Denn die Kette lenkt sich, das Schaltwerk bewegt sich und da müssen wir dann schauen, dass das Chain Gap in dieser Situation passt. Das heißt, aus dem Grund müssen wir jetzt den Dämpfer auf dein Gewicht abpassen, dich draufsetzen und dann überprüfen wir das. Gut, dann pumpe ich den Dämpfer mal wieder auf. Genau. So, jetzt haben wir den Sack wieder auf mein Gewicht abgestimmt. Was kommt als letzter Schritt? Das ist jetzt super, weil jetzt kannst du dich mal aufs Rad setzen, so dass quasi der Hinterbau im Sag ist. Und ich kann dann hinten das Chain Gap überprüfen. Dazu muss die Kette auf dem größten Ritzel sein. Und ich setze hier das Chain Gap Tool mit der Kante auf das oberste Pull-A, auf das oberste Schaltröhrchen an. Und dann müssen die untersten Zähne quasi hier in der abgebildeten Flucht stehen. Das ist nicht der Fall. Deshalb nehmen wir jetzt einen 3er Inbus und passen das Chain Gap an. Siehst du, wir haben quasi hier das Pull-A drin gehabt, das oberste Schaltröhrchen. Mhm. Und das größte Ritzel hinten, das, ja, muss quasi mit diesen Zähnen hier fluchten. Okay.
dann habe ich automatisch den richtigen Abstand, muss aber auf jeden Fall darauf achten, dass jemand oder ich selber auf dem Rad sitze, während es eingestellt wird. Wie gesagt, bei einem Hardtail kannst du es ganz einfach alleine machen. Ja. Bei einem Fully ist die Hilfe von einem Freund immer gut. So, nachdem wir das Chain Gap eingestellt haben, kommen wir zur feinsten Aufgabe, und zwar die Feineinstellung der Gänge. Mhm. Wir haben den unteren Anschlag eingestellt, den oberen Anschlag, das Chain Gap. Und jetzt können wir die Kette fein justieren. Dazu würde ich dich bitten, mal in die Mitte zu schalten. Gut, das reicht. Und jetzt fluchten wir von hinten nochmal. So, jetzt stellen wir quasi das Schaltwerk, die Schaltwerkgenauigkeit ein. Dazu haben wir aufs mittlere Ritzel geschaltet. Mhm. Und wenn du von hinten guckst, siehst du, dass die Kette leicht abgeht von dem daneben liegenden Ritzel. Sie geht nach rechts weg. Das heißt, wir haben zu wenig Spannung. Das stellen wir ein mit dem Einsteller oben am Trigger, wo ich vorhin gesagt habe, da sollten wir oben gucken bei der Schaltzugmontage, dass wir nach oben und unten noch Spielraum haben, keine extreme Position einstellen. Ja. Und hier müssen wir jetzt einfach den Druck etwas erhöhen. Dreh das am besten mal so weit raus, bis ich Stopp sage. Ja, das sieht schon besser aus, Stopp. Jetzt einmal den Shifter drücken und wieder loslassen. Einmal Spannung aufbauen, nochmal, nochmal. Und wenn wir jetzt von hinten gucken, sehen wir, dass das Schaltröllchen und die Kette perfekt zwischen dem Ritzel und dem Schaltröllchen verlaufen. Ja. Das Ganze natürlich mit einem kleinen Funktionstest noch abrunden. Bis aufs kleinste Blatt. Bis aufs größte. Die Gänge sind schnell und knackig. Perfekt eingestellt. 4 Schritte, ganz einfache Sache. Doch nicht so kompliziert, wie ich dachte. Nee. Ja, danke. Schnell und einfach. Damit habe ich viel gelernt wieder heute. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr noch weitere Fragen zum Schaltwerk einstellen habt, dann schreibt es hier in die Kommentare oder ruft bei uns im Service an. Wir helfen immer gerne und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.